Kürze mehr darüber. Also, Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Crynet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit Transportwege wurden gesperrt. Der Benzinpreis droht die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder verhandeln. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzubringen. Ruhig Blut, Murray. Da oben sind keine bösen Jungs, Folsom. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so eine Scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. Welcome to the LPGC und ich nicke jetzt für euch. In Ordnung. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwöre ich. Das kann ich runter von mir. Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit einem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auch? Was zum Teufel war das? Oh yeah, E.T. ist sauer. Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, alle Mann von Bord! Ich will immer Schaden in Ausdauern! Zentrale! Raus! Ja, mit diesen rasanten Bildern begrüße ich euch ganz herzlich nochmal bei der OPGC. Unser erstes wirkliches Let's Play. Und ich sterbe anscheinend gleich. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, es ist Crysis 2. Das ist 2 Jahre alt inzwischen dieses Spiel. Ganz bald kommt der dritte Teil raus und war gerade im Steam Sale, da dachte ich, na gut. Dann zeige ich euch doch mal dieses wundervolle Spiel, weil das ist echt der Hammer. Yo, Maskenmann. Oh. Oh. Ja, die haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Und ich würde sehr schnell schneller, sehr gerne schneller schwimmen. Hey, lass mich durch, lass mich durch! Ja, ey, so ein Egomane. Und jetzt werde ich auch noch ohnmächtig. Perfekt. Oh Mann. Nein, 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 nein. Kämpf, kämpf, kämpf! Kämpf! Oh Gott, der Mann. Chino! Chino! Hat's nicht geschafft. Alcatraz war der Letzte. Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Einfach nicht berühren. Hey! Die
Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Ja, die ist etwas entblättert. Ja, aber noch steht sie. Sture Schlampe. Hey! Was zum Teufel? Feinde! Oh nein, meine Mates, meine Mates! Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber na, just kidding. Es wäre ein bisschen unfair dafür, sehr viel Geld auszugeben. Ich kann mich rumgucken, hier kann ich nicht. Aber ganz schön daneben. Okay. Okay. Wo ist meine Unterstützung? Wo ist das U-Boot? Ja. Haben die verdammten Säften alle ausgeschaltet? Das U-Boot ist. Cool, zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja gut, dann gehe ich wohl mit dir, du vertrauenserweckender Mensch, Roboter. Electronic Arts präsentiert eine Crytek Produktion, ein deutsches Unternehmen, gegründet von drei Türken, nämlich unter anderem Sever Diyarli, meines Wissens. Haben auch letztens erst wieder Far Cry 3 rausgebracht. Also, ne? Auch wenn es alles irgendwo anders spielt, es kommt aus Deutschland. Nanovision. Hallo, dürfte ich mit dir ausleihen? Dankeschön. Bitte erwartet so eine Zielsicherheit nicht von mir. Ich weiß nicht warum, aber ich komme mit der Steuerung kaum noch klar. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich habe mal kurz reingespielt wieder, um die Einstellungen korrekt zu machen, aber irgendwie ist wohl alles eine Sache der Übung. Die Waffe fühlt sich so wischiwaschi an. Nicht so direkt wie bei Battlefield 3. Aber das werden wir schon hinkriegen. Ganz so open-worldig wie der erste Teil und einfache Anzugsteuerung. Hell yeah. Crysis 2, meine Damen und Herren. Episch wie eh und je. Das
Okay. Sieht schon mal cool aus als meine Ausrüstung davor. Untertitel sind an, damit ihr alles verstehen könnt. Lecker. Anscheinend Schaben, die durch Füße laufen können. Aber egal, Hauptsache wir haben eine Pistole. Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Sie müssen es tun. Lecker. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Alter. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Nee, das werde ich wahrscheinlich nicht vergessen anscheinend. Oh man. Ich dachte eigentlich. Da. Nee. Also die zeigen einem dann, wo man hin muss. Falls man es nicht checkt. Wir haben hier am Strand frische Leichen. Ein paar frische Leichen. Ja. Oh. Sieht aus wie Marine Special Ops oder so. Hey, das sind meine Kumpels. Dann stecken die mit drin. Stabilisieren und rausfinden, was sie wissen. Rockard will den Scheißkerl unbedingt. Wieso lässt er nicht sofort los, wenn man die rechte Taste loslässt? Megatritt. Oh yeah, ich habe radioaktives Zeug. Maybe not. Da ist jemand noch zu der Party dazugekommen, der nicht eingeladen war. Prophet? Ja. Hier ist Gold. Hören Sie mich mal? Ich sehe nichts. Hallo. Prophet? Hm. Oh, danke. Danke, Steam. Prophet? Hören Sie mir zu. Oh, da schießt vielleicht auf Munition. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Ah, da schießt doch wer. Ups. Entschuldigung. Ich mach's doch wieder ganz. Versprochen. Boah, jetzt werde ich hier wieder überschrieben. Okay. Oh, der war grün, der war mein Kumpel. Weise, eine verbesserte Schlagwirkung über sich.
kannst auf Waffen, Ausrüstung und taktische Möglichkeiten scannen. Die Suchfunktion des Weisers ermöglicht dir die Beobachtung aus sicherer Entfernung. So, markieren wir uns die doch mal. Hören Sie, Prophet. Cell suchen in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Oh, endlich Munition. Dann gucken wir uns doch mal etwas um. Was war das? Greifen, okay. Die weißen Punkte sind Feinde. Ja, in der Tat. Oh, hallo! Na dann. Wo seid ihr hin? Ach da. So. Das war das. Huch. Nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. Für den Fall der Fälle. Wuhu! Irgendwas stimmt in meiner Anzeige, ne? Ich glaube, ich muss mein Visa neu justieren. Hä, kann ich auf die Fähre drauf? Ich würde mich gar nicht runter von dieser Insel. Oder meint ihr den Stefan? Hey, es geht. Hätte ich noch nie gemacht vorher. Mal gucken, ob unser Entdeckerdrang belohnt wird. Keine Energie. Okay. Ah, da darf ich also nicht mehr. Doch, darf ich. Was ist denn hier los? Darf ich einfach rumgehen? Glaube ich nicht. Ah, okay. Weiter möchte mein Charakter nicht. Ist schon mal cool zu wissen, dass man bis hier raus überhaupt kann. Hab ich jetzt nicht gewusst. Hallo. Oh, jetzt kann er sich nicht festhalten oder was? Ja, geil. Ah, wir können wieder vorne rauf. US Transport. Ja, damit sollte ich eigentlich auch ankommen. Passt. Okay, hier auch nichts. Tut mir leid. Zeitverschwendung. Aber hey, man muss auch mal etwas entdecken. Ja, halte ich doch fest. Was soll ich jetzt machen? Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Kampf wird aktiviert. Wieso wird die Waffe eigentlich mitgetarnt? Also, den Anzug, ja, aber die Waffe? Feindliche Stellungen zu infiltrieren. Egal, nicht fragen. Ist mir egal. Ich habe meinen ganzen ersten Durchlauf im Stealth-Modus zugebracht. Wieso erfahren? Nein, so war das nicht. Lockhart war von Anfang an gegen das ganze Nanosuit-Programm. Er hat der Sache nie vertraut und immer gesagt, dass es schief zu? Lockhart hat dem Direktorium von Grinex das schon vor Jahren gesagt, aber sie wollten einfach nicht auf ihn hören. Ich finde, er hat völlig recht. Wissen Sie, wie viele von Sektion Maroon dieser Prophet auf seinem Weg nach Downtown erledigt hat? Der Kerl ist völlig ausgerastet. Das schreit nach Vergeltung und zwar ziemlich.
geklaut haben. So. Ich glaube, das war das. Ja? Was ist das? Mich gibt's gar nicht. Falscher Alarm. Hier ist alles sicher. Was? Ja. Das hat funktioniert. Melden Sie sich. Da meldet sich keiner. Na, und dann kommst du. Alles in Ordnung? Oh, Scheiße! Ja, Scheiße in der Tat. Prophet, hören Sie. Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Oh! Das hat funktioniert. Ja, Alarm geht los, immer ein gutes Zeichen. Guck doch nochmal raus, bitte. Ey, dein Ernst? Wie gesagt, meinen ersten Durchgang habe ich schleichend gemacht. Der wird anscheinend nicht ganz so leise. Plan. Tschüss. Kurz. Bist du einer? Jetzt nicht mehr. Und ich habe auch erfahren, dass man dieses Auto nutzen kann, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und leider hat es mich umgebracht. KI in diesem Spiel kann man auch als relativ schlau bezeichnen. Er ist tot. Bestätige Mann am Boden. Ja, ich bestätige noch einen Mann am Boden. Wie? Wer sieht mich denn hier? Hä? Dum-di-dai-di-dum. Ernst? Hat er sich gerade selbst ausgeschaltet? Wow. Hallo, Mama. Ja.
Ja, sei es nicht gewohnt, dass... Ah, wechsel doch nach. Ist jetzt wohl nicht gewohnt, dass er zurückschießt, wenn er nur auf Zivilisten schießt. Ja, ich glaube, ich war gerade ganz schön lange ruhig. Oder vergesse ich nur, dass ich spreche? Oh mein Gott, ich bin schlecht im Let's Play machen. Oh Gott! Okay, der ist mir schön noch einen Schussbahn gerannt zum Glück. Ja, sag mal, was sind denn das für Manieren? Ja! Sowas kommt von sowas. Ja, gucken wir uns nochmal kurz um. Nee, sieht alles clear aus. Ja, ich würde sagen, das ist auch eine gute Stelle, um Schluss zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr guckt weiter. Welcome to the LPGC.